Agrarmanagement ist ein Studiengang, in dem man lernt, sein Wissen zu verknüpfen. Und was für mich total interessant ist, dass es eben nicht nur Agrar im landwirtschaftlichen Bereich quasi als Basis ist, sondern halt auch Gartenbau mit einbezieht. Und das finde ich schon ziemlich klasse. Also Agrarmanagement sollen die Leute studieren, die bereit sind, sich reinzuknien. All jene, die sagen, Bachelor war super, aber das ist mir zu wenig. Und die jetzt bereit sind, mehr in die Tiefe zu gehen, die sagen, hey, ich möchte eigentlich noch genauer draufschauen. Ich möchte das System an sich kapieren. Die idealerweise vorher Agrarwissenschaften im Bachelorstudiengang studiert haben oder Gartenbau oder einen Studiengang, der ähnlich gelagert ist. Ich glaube, das Besondere an diesem Masterstudiengang ist, dass man die Möglichkeit hat, sein Wissen zu vertiefen, dass man die Möglichkeit kriegt, als Studierender von anderen Studenten aus anderen Schwerpunkten zu lernen, dass man die Möglichkeit kriegt, in diesem Agrarmanagement-Studiengang Verantwortung zu übernehmen, Projekte, die aus der Praxis sind, umzusetzen, dass man die Gelegenheit kriegt, Bausteine zu verknüpfen, dass man lernt, die nicht nur zu verknüpfen, sondern auch anzuwenden. Und das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Studiengang. Und deswegen würde ich sagen, kommt sehr macht's. Unsere Absolventen können danach Führungspositionen übernehmen in der Wirtschaft, können aber auch in den höheren Dienst gehen, haben die Basis und das Rüstzeug gekriegt, um promovieren zu können. Und ja, ich denke, Grenzen gibt es keine, weil das so ein vielfältiger Studiengang ist, der Möglichkeiten und Türen aufmacht. Wenn ich jetzt euer Interesse geweckt habe, dann kommt doch her und studiert sich. Wir freuen uns auf euch.